Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic Boom Lyrix Aufstieg. Wir finden uns hier vorm mehr als epischen Turm des Todes. Es ist wirklich ein Turm des Todes, ist er auch wirklich. Ja, ich habe jetzt alle Parts fertig bis zum Backtracking Part und jetzt kann ich eigentlich weiter mal machen mit dem Aufnehmen. Und ja, es war wirklich krass, die Aufnahmen von dem Backtracking. Ich habe auch sogar schon einen YouTube-Kollegen von mir mit der Schnitte da geschockt, was da rausgekommen ist. Und ja, das war sogar ernst gemeint. Mit geschockt. Na egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter. Denn wir wollen jetzt zu diesem Turm. Erstmal müssen wir das zerstören, weil wir brauchen mal Ringe. Und weil ich werde doch nicht mit diesem extra Bonus-Spiel mit Ringe, obwohl ich es machen könnte, weil es wäre doch lame. Aber wir müssen noch einige Zonen schaffen und dann haben wir das Spiel zu 100%. Ich freue mich schon drauf, die 100% zu erreichen. Oh, Wahnsinn! Komm, Jungs! Was ist passiert? Wurde wohl nur für zwei konzipiert. Aber keine Panik, ich habe eine Idee. Gute Wahl! Eine schwebende Stadt. Das ist unglaublich. Ja. Schaut euch das an. Ziemlich beeindruckend. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Willkommen in der im stillen Sky Citadel und willkommen bei mir hier in einem Haus, wo es so laut ist, dass es fast nicht mehr auszuhalten ist. Solange das keiner von uns ist, ist mir das egal. Und die da drüben haben mich doch da echt noch Bock zu bauen. Und das an einem Samstag, meine Fresse. Am Samstag möchte ich gerne irgendwo aufnehmen und nicht hier sehen, wie einige hier denken, hier, wir können laut machen bis zur Party. Dem Schwert bestimmt gleich der Nächste. Kenn ich ja nicht anders. So. Wir müssen diesen Laser freilegen. Ich glaube, der öffnet das Tor. Der öffnet wirklich das Tor, falls er überhaupt ein Tor öffnen könnte, weil es überhaupt ein Tor gibt. Ich hatte recht. So, es gibt ja alles gut. Ja, hattest du. Spitzenklasse. Schreib's dir auf, damit wir Sonic alles darüber erzählen können. Dieser Ort ist ziemlich cool. Laser. Warum ausgerechnet Laser? Wir sind zu weit gekommen, um aufzugeben. Ich gebe nie auf. Igel geben auf. Aber Ameisenigel niemals. Nie. Niemals nie. Nein. Hör auf zu quatschen und tu was. Na dann, schauen wir uns das mal hier um. Weil hier könnte irgendwo ein Schatz sein, den wir finden müssen. Wir müssen alle fünf Schätze auch finden. Wir müssen den ersten Laser platzieren. Ich geh erstmal dahin. Und hol mir erstmal die Krone. Na, der Schrott, den wir jetzt auch sammeln, der ist mir sowieso jetzt am meisten egal. Ich meine, wir haben doch schließlich alles. Da unten ist doch was. Runter. Ich sehe doch da was. Richtig, eine Truhe. Nee, eine Truhe, eine Krone. Meine Fresse, ich bin blöd. Blöd und blind. Noch mal ein. Ich habe mir nach Schätzen gescannt. Sehen wir noch mal runter. Schatz gerne an. Nö.
sind wir hier. Was ist hier? Ein Weg nach oben. Okay, es gibt Platforming. Oh Gott. War es knapp. Hier ist mal nix. Ist hier sonst noch irgendwas versteckt, was ich sehen könnte aus der Ferne? Da kommt man mit Amy hin. Ich will noch mal schnell was schauen, bevor ich hier weiter suche. Hier? Kein Schatz. Aber da können wir hoch. Keine Gnade im System. Oh Gott. Oh Gott, Nuggets, bist du dämlich? Nuggets. Eindeutig erst dämlich. Scheiße. Was soll das, Nuggets? Nochmal. Das ganze Prozedere von vorne. So, jetzt müssen wir uns dann stellen. So. Wie war es? War irgendein Schatz? Irgendwas? Yep. Hier ist was. Aber hier fehlt ein Teil der Spur, oder? Was ist hier? Oh, was geil. Hier ist aber kein Schatz. Aber zumindest eine Drohe. Das nehme ich gerne an. Herzlich im Kauf. Und da? Prima, es bleibt nur noch einer übrig. Das Tor öffnet sich erst, wenn der letzte Laser verbunden ist. Amy? Wir müssen da hoch. Mal gucken, dass mal hier oben was hier alles ist. Wer weiß, ob vielleicht hier noch ein Schatz rumliegt. Wir müssen ja alles finden. Alle Sachen. Wir können uns jetzt ja nichts erlauben, dass wir irgendwas vergessen. Denn ihr wisst. Wir finden uns hier in einer letzten Zone des Spiels. Und dementsprechend müssen wir langsam alles einsacken. Mann, die haben mich hier weggestoßen. Das ist ein Bastard, ey. Oh Gott. Komm, nehm ihn nochmal hoch. Was machen wir jetzt? Wisst ihr, was verdammt mag? Wenn es einfach keine Ruhe gibt. Das ist irgendwie, ja. Das Geilste hier. Ach Gott, nee. Ist hier irgendwas? Ein Schatz? Da ist doch ein Schatz. Da ist was geortet. Yep, da ist was. Da gehen wir auch gleich hin. Ich will aber erstmal da hoch.
mir ist das wichtig, komm. Amy, fass die Scheißstange an. Perfekt. Boom, es öffnet sich. Wir sollten uns umarmen. Nein. Genau das habe ich gemeint. Wir sollten sofort weitergehen. Interessant, Knuckles. Wirklich. Herzlich interessant. So. Ja, ist nix. Aber wir erkunden erstmal diesen Gang da hinten, bevor ich da vorne mache, weil da oben geht's zum letzten Laser und dann geht's ja weiter. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, weiß Gott, das alles erkunden. Und da haben wir schon die nächste Truhe. Nummer 3 von 9. Ist hier irgendwas? Nein. Then let's go. Erstmal wird Knuckles verprügelt, zusammengeschlagen, auf alle möglichen unmöglichen Arten. Ja, aber auf alle möglichen unmöglichen Arten, das ist geil, ne? Ja, falls ihr eingefroren habt, was habe ich gerade getan? Ich bin runtergeflogen. Ja, warum lasse ich Knuckles verletzen? Ich kann es halt. Interessant, ist noch nichts passiert. Aber jetzt passiert was. Es öffnet sich. Wir sollten uns umarmen. Nein. Genau das habe ich gemeint. Wir sollten sofort weitergehen. Ja, auf jeden Fall sollten wir weitermachen, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zum Ziel. Wir haben ja ganz schön was gefunden schon hier in diesem Abschnitt. Und ja, Sonic und Tails werden uns auch noch begleiten, aber erst später. Okay, es geht los. Wir treffen uns auf der anderen Seite. So, dann wollen wir uns mal umschauen. Ich bin ja so bekannt dafür, Schätze zu finden. Aber ich bin doch Schatzjäger Knuckles. Ich muss sie finden. Es ist meine... It's my destiny. Meine Fresse. Vielleicht mit das Gefühl, dass da irgendwas ist, was ich nicht will. Hier geht es bestimmt zu einem coolen Ort. No? Hier ist erstmal nix. Aber hier geht's wohl hin. Okay, ist kein Schatz. Das sieht schrecklich aus. No? Ich krieg schon Angst. Meine Fresse. Dafür habe ich eine Krone. Ha 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 ha. Ich bin so geil. Yeah. Ja, erstmal angeben, ne? Über die Balken. Fall bloß nicht auf mich. Gerade wollte ich dich fragen, ob du mich fängst. Interessant. Dann das Gespräch. Hier ist erstmal nichts zum Einsacken. Wir müssen gucken, dass wir nichts übersehen. Ich meine, ja. Können aber sonst was übersehen. Warum kann ich gerade so ganz gechillter durchlaufen? Ich weiß beim ersten Spiel, dass ich hier ständig irgendwo rangekracht bin. Und hier, ich laufe einfach mal so ganz gechillt einfach mal vorbei. Ja, das ist gechilltes Laufen. Kamera on Tour. Dum, dum, da, 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 da. Oh Gott, er bewegt sich. Nein. Gemein. Böse. Böses Ding. Es ist nichts. Gut. Kannst du noch mithalten? Gerade wollte ich fragen, ob du noch mithalten kannst. Und warum machen wir nicht einfach weiter, ehe du dich noch verletzt? By the way, für alle Idioten unter euch. Das ist eine Todesfalle. Also nur für die Toten, die es nicht wissen.
Möglichkeiten. Vorschläge? Ich sehe zwei Wege. Beide gefährlich. Doch das machen wir im nächsten Part. Das heißt, Kommentar werden nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und Emerald Control.